Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich jetzt mehrere Themen behandeln. Themen, die mich einfach beschäftigen, die ja mit meinem Prozess zu tun haben, die ich loswerden möchte, aber auch Fortschritte, die ich noch einmal verdeutlichen möchte, was sich in meiner Entwicklung getan hat, wie ich damit damals umgegangen bin mit meinem Übergewicht, wie schambehaftet ich war und wie ich heute damit umgehe und dass das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, ein himmelweiter Unterschied. Grundsätzlich möchte ich natürlich auch nochmal darauf eingehen, dass das einfach zu viel Unwissenheit herrscht in Sachen Essstörungen und ein total falsches Bild dahingehend in den Köpfen vieler Menschen ist, was übergewichtige Menschen angeht, Essstörungen. Ich finde, dass da halt auch mehr für dieses Thema gemacht werden sollte, auch generell, was mentale Gesundheit angeht. Also das hängt ja beides miteinander zusammen und ist miteinander verbunden, vor allen Dingen bei Essstörungen. Ich werde einfach mal dies und das loswerden, das, was mich stört, das, was mir jetzt spontan einfällt. Und ja, wenn es euch interessiert, wenn es euch gefällt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin mir sicher, dass ihr wieder was für euch mitnehmen könnt. Ich möchte aber auch nochmal sagen, mir fällt es immer wieder auf und es ist fast immer so. Ich habe das Gefühl, Leute verstehen meine Videos nicht. Okay, die sind auch teilweise sehr komplex jetzt. Sie möchten einfach auf Krampf sie fehlinterpretieren und schreiben wieder irgendwelche Dinge, die gar nichts mit meinem Video zu tun haben. Zum Beispiel bei dem Video bezüglich gesunder Ernährung, dass sie nicht glücklich macht, habe ich Dinge gelesen, wo ich mir gedacht habe, okay, aber was hat das jetzt mit meinem Video zu tun? Zum Beispiel schrieb da jemand, ja, aber es ist nicht gut, ja stimmt, gesunde Ernährung an sich macht nicht glücklich dies und das. Ich stimme dir da größtenteils zu, aber es ist nicht gut, übergewichtig zu sein, wegen den Gelenken, dies und das beeinträchtigt dann auch die Psyche. Darum ging es doch gar nicht. Ich habe in keinster Weise, zu keinem Zeitpunkt Übergewicht schön geredet und ein Plädoyer dafür gehalten, übergewichtig zu bleiben. Ich wollte einfach nur sagen, inwiefern halt und zeigen und verdeutlichen, inwiefern psychische Gesundheit mit dem Übergewicht zusammenhängt und dass das Essen, die gesunde Ernährung leider kein Allheilmittel ist, so schön es auch wäre, wenn man eine komplexe Essstörung hat aufgrund der Psyche. So, mehr nicht. Aber auf Krampf möchten einige Dinge anscheinend dann widerlegen, irgendwie was kontramäßig schreiben oder ich checke es einfach nicht. Das passiert jetzt mittlerweile unter fast jedem Video, muss ich sagen, dass da Dinge reingeschrieben werden, die eigentlich nichtig sind, wenn man sich doch mein Video mal richtig anschauen würde und auch verstehen würde. Also tut mir leid, dass ich das so äußern muss, aber das kann doch einfach nicht mehr normal sein. Also umso mehr Wissen ich mir da angeeignet habe, umso muss ich sagen, stupider werden viele Kommentare in meinen Augen, weil sie einfach hinfällig sind. Muss ich sagen, ist halt einfach so. Und davon jetzt mal abgesehen, habe ich ja gesagt, dass es einfach ein Video wird, wo ich drauf losrede und einfach Dinge äußere und ansprechen möchte, die mir auf dem Herzen liegen, die mir auf der Seele brennen. Und diesbezüglich meiner Fortschritte, das habe ich ja hier ja auch im Video erzählt, jetzt am Anfang, worüber ich reden möchte, in Sachen Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, muss ich halt einfach sagen, wenn ich mir das damals einfach mal vor Augen halte, dass ich gar nicht mehr am Tag rausgegangen bin, dass ich nicht in den Supermarkt gegangen bin, dass ich meine Ex-Freundin an die Tür geschickt habe, wenn ich Essen bestellt habe, mich das gar nicht getraut habe oder meine Mutter damals teilweise oder meine Ex-Freundin mir Essen mitgebracht hat von draußen und ich nicht mal in den Supermarkt gegangen bin. In der Nacht, dann mitternachts, dann schon habe ich mir Essen zukommen lassen mit dem Taxi bei bekannten Fastfood-Ketten oder in der Tankstelle. Da konnte ich schon abschalten, um irgendwie zu funktionieren. Hab irgendwo dann auch mich dahingehend dazu bringen können, rauszugehen, weil ich um diese Zeit dann kaum Menschen angetroffen habe und mir es vor allen Dingen besonders wichtig war, keine Menschen zu sehen, die mich schlank hatten, damals kannten, die mit mir in Verbindung standen und da war ich mir ja sicher, dass die meisten dann irgendwie schlafen werden, weil sie arbeiten müssen, zur Schule müssen damals noch, also ne, oder in die Ausbildung gehen und dann hat das halt einfach auch das Risiko minimiert, auf Leute zu treffen, die ich kenne und generell halt auf Menschen zu treffen. Und da bin ich nur auf die nötigsten Menschen getroffen, auf die ich dann treffen musste. Und das war mir dann teilweise auch schon sehr unangenehm und habe da immer Paranoia geschoben.
ist das denn irgendjemand, den ich kennen kann? Dann habe ich einfach angefangen, irgendwie irgendwo Leute zu verwechseln, vom Weiten schon zu denken, dass das der und der oder die sein kann. Und bin da schon wirklich schon paranoid teilweise geworden, habe mich in Hausfluren versteckt, wenn ich gesehen habe, irgendwelche Türen sind offen von Mietswohnungen oder bin in irgendwelche Seitenstraßen gegangen, Seitengassen und habe da erstmal minutenlang gewartet, um sicher zu gehen. Jedes Auto, das an mir vorbeigefahren ist, war irgendwie potenziell irgendwo irgendjemand, der mich doch kennen könnte, der drin sitzen könnte. Und ich stand ständig unter Stress. Wer könnte in dem Auto sitzen, der jetzt an mir vorbeifährt? Selbst das habe ich gehasst, wenn in der Nacht Autos an mir vorbeigefahren sind immer diese Gedanken zu haben, wer sitzt denn drin? Ist es jemand, der mich kennt? Ist es jemand, der mich jetzt auslachen könnte? Das denken die Leute in den Autos von mir und das konnte ich alles gar nicht ausblenden. Das war schon ziemlich krass, oder wenn ich dann teilweise auch mal irgendwie dumm angemacht wurde, habe ich das überhört, habe meinen Mund gehalten, habe nichts gesagt. Da kamen die ein oder anderen Sprüche in der Nacht, dass jemand mal aus dem Auto rausgerufen hat, bist der dickste Mensch, den ich je gesehen habe. Oder irgendwelche Jugendliche irgendwas gerufen haben. Oder irgendjemand in der Tankstelle in der Nacht mal was zu mir gesagt hat bezüglich meines Gewichtes. Und ich habe in den meisten Fällen einfach die Klappe gehalten. Ich habe mich das nicht getraut, mich aufzulehnen, die zur Rede zu stellen und habe einfach das Ganze runtergeschluckt. Das sind Sachen, die einfach jetzt gar nichts mehr mit meinem heutigen Ich zu tun haben. Selbstbewusstsein, sich seiner Thematik bewusst sein, zu sich stehen. Auch da gibt es natürlich Luft nach oben und da bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte, aber es hat sich immens viel getan, ne? Aber Gott sei Dank bin ich in der Lage, das zu reflektieren und weiß, dass ich noch bei weitem nicht da bin, wo ich sein will, stehen möchte. Und dass es noch nicht dieses reine, zufriedene, selbstbewusste ist. Und dass dahingehend noch eine Menge Arbeit herrscht, was ja auch klar ist, aufgrund meines Übergewichtes und meiner Lebenssituation kann das jetzt einfach auch noch gar nicht so sein, wie ich mir das persönlich vorstelle. Alles andere wäre einfach Schein und trügerisch und Selbstverarsche. Es gibt ja so viele übergewichtige Menschen, die dieses Fake-Selbstbewusstsein aufbauen oder generell Menschen, die mit sich nicht im Reinen sind und die von der Gesellschaft halt irgendwie kritisch beäugt werden, nicht dazugehören, immer auf Widerstand stoßen, dann fangen sie an, sich einfach diese Schutzmauer aufzubauen und dann Selbstschutz so durchs Leben zu gehen, als wäre ihnen alles andere egal, gehen in den Angriffsmodus, schießen gegen andere zurück, zeigen sich extra nochmal provokant, selbstbewusst und so, dass andere Leute auf sie aufmerksam werden. Und das ist ja natürlich auch kein Selbstbewusstsein, das ist einfach nur ein trotziges Verhalten, ne? Eigentlich darauf zurückzuführen, dass man mit sich nicht im Reinen ist, dass man permanent in diesem Angriffsmodus ist und nicht loslassen kann und das ist etwas, was viele dann auch nicht sehen, tiefenpsychologisch jetzt auf diese Thematik jetzt zurückzuführen, ne? Aber dennoch hat sich sehr viel getan. Ich sage inzwischen Leuten meine Meinung, wenn ich das für nötig halte, kläre sie dahingehend auf. Habe das in der Vergangenheit auch oft gemacht, wenn Leute irgendwie getuschelt haben oder irgendwas gesagt haben, was mir nicht gefallen hat, habe meinen Mund nicht mehr gehalten. Generell halt, ich gehe raus, ich bestelle mir mein Essen, ich esse draußen, ich esse 100 Milliarden Burger, wenn es sein muss. Ich gehe nicht mehr nur mitternachts raus, ich gehe in den Supermarkt, ich bin präsent, ich bin da. Ich habe mich einiges getraut, Leuten meine Meinung zu sagen, Leute anzusprechen. Ich stehe einfach für mich ein, mich interessiert es gar nicht mehr, wer an mir vorbeifährt, wer mich sehen könnte und wer wo sitzt und wer in wessen Auto drin ist und habe sogar offensiv Leute angesprochen, die mich schlank kannten, mit deutlich viel mehr Übergewicht als jetzt, mit fast 200 Kilo, bin ich auf ehemalige Freunde zugegangen, auf Familienmitglieder und das wäre damals undenkbar gewesen, weil das die größte Angst gewesen wäre, überhaupt irgendwelche zu sehen, anzutreffen, die mich schlank kannten, die mich lange nicht gesehen haben, die dann gesehen hätten, dass ich zugenommen habe und ich hätte einfach nicht damit umgehen können, wenn man mir vor den Latz geknallt hätte, dass ich nicht mehr wiederzuerkennen bin, dass ich stark zugenommen habe. Und das war einfach für mich wie soll ich sagen, die schlimmste Vorstellung. Ich hätte es einfach nicht akzeptieren können, hinnehmen können. Das absolute Worst-Case-Szenario wäre das gewesen. Da muss man sich einfach diese Fortschritte vor Augen halten. Das ist einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig stark und ein riesengroßer Fortschritt.
nicht mehr da sein Leben davon abhängig zu machen, was andere denken. Umso mehr ich mich auch mit der menschlichen Psychologie, Verhaltenspsychologie anvertraut habe und umso mehr ich jetzt auch weiß und all diese Dinge, die damit reinfaktorieren, umso mehr habe ich dann auch davon loslassen können. Das ist der einzige Weg, um Frieden zu schließen. Die menschliche Natur, Evolutionspsychologie generell einfach so anzunehmen, wie sie ist. Auch wenn man erstmal, weil man so viel konditioniert wurde, Schwierigkeiten damit haben wird. Und umso mehr das geschieht, umso mehr man sich damit anvertraut, umso besser ist das. Und dann kann man vieles einfach auch viel gelassener sehen, was bei mir auch der Fall ist. Aber natürlich auch sich selber kennenzulernen und sich anzunehmen und selbstbewusst zu sein, in dem Sinne, sich seiner selbst auch bewusst zu sein, seiner Gedanken, seiner Mechanismen. Und all diese Dinge führen dazu, dass ich da auch einfach mit einer großen Lässigkeit dem gegenüber bin, also dem Ganzen gegenüber und auch eine gewisse Erhabenheit dahingehend da ist. Das ist einfach schon etwas, was für meine persönliche Entwicklung spricht. Und ich muss sagen, für die Letzten, die das immer noch nicht gecheckt haben, das hier ist der authentische Weg von mir, eines essgestörten Menschen, der aufgrund seiner psychischen Verfassung so stark übergewichtig geworden ist, der darüber reflektiert, euch teilhaben lässt, wertvolle Gedankengänge äußert, über die Essstörung aufklärt, sich für das Thema Essstörungen, adipöse Menschen stark macht, seinen Mund aufmacht, der vor allen Dingen tiefenpsychologisch über diese Thematik redet und als Betroffener ein immenses Wissen hat, was so einzigartig ist und einfach seinesgleichen sucht als stark adipöser Mensch, sich der tiefenpsychologie so bewusst zu sein, der Mechanismen und diese Reflexion an den Tag zu legen. Es übersteigt bei weitem schon eine Reflexion. Es gibt viele reflektierte Menschen. Es ist Expertenwissen, es ist wichtiges Wissen. Und das lasse ich euch hier teilhaben. Und wenn es dann missverstanden wird, weil ich halt hier auch mich ehrlich, authentisch zeige, wie ich noch eingenommen bin von meiner psychischen Verfassung und meinen Lebensumständen und meine Launen hier zeige und zeige, wie sich das hier halt äußert als Betroffener. Und wenn ich aufgrund dessen, weil ich dann halt auch diese Attitüde dann oft habe und so auftrete, nicht für voll genommen werde oder Leute dieses Wissen nicht annehmen wollen oder verkennen oder nicht sich anhören, dann ist das eben so. Aber das ist ein Goldschatz, wie ich ja schon so oft gesagt habe, und da stehe ich halt auch dazu und kann es voller Selbstbewusstsein sagen. Und das ist das, worum es hier geht. Nicht um Erfolge, nicht um das Abnehmen, das ist kein Abnehmblock, nicht um meine Ernährung, nicht um Sporteinheiten. Hier rede ich natürlich auch mal über Ernährung und gebe diesbezüglich auch Tipps, aber mein Gebiet ist die Tiefenpsychologie. Wenn es vor allen Dingen um Sporteinheiten geht oder Sporttipps oder Fitnesstipps, die es hier so oder so jetzt nicht geben wird, oder halt auch in Sachen Ernährung, da findet ihr ja viele andere, die da bewanderter sind, wobei ich mich jetzt mit meinem Wissen, was die Ernährung angeht, jetzt auch nicht unbedingt verstecken brauche. Aber das ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Hier, das ist der authentische, ehrliche Weg. Herz auf der Zunge, Mund aufmachen, sich stark für eine Sache machen und die Tiefenpsychologie dessen, was die Mechanismen hinter der Essstörung angehen und wie sich das äußert, der Sinn und Zweck dessen und was da passiert, wie man dagegen vorgehen kann, wie man das eindämmen kann und was da alles so passiert, diese Erkenntnisse immer wieder mit euch aufs Neue zu teilen, ist für mich ein großes Privileg und mir der Sache noch mehr bewusster zu werden als ohnehin schon. Ja, das sind halt alles so Sachen, Leute, oder damals auch die Angst, sich nicht wiegen zu wollen, sich monatelang, jahrelang nicht zu wiegen, dem aus dem Weg zu gehen, sich schon mit 200 Kilo angefreundet zu haben oder 230 Kilo, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt dann 175 Kilo nur wog, als ich dann nach 2 Jahren oder so oder 1,5 Jahren mich dazu überwinden konnte, mich zu wiegen auf 2 Waagen, habe ich gesehen, dass ich 175 Kilo wog, habe mir dann auch eine Waage zugelegt und das war dann auch befreiend zu wissen, was ich wiege, nicht mehr davon wegzulaufen. Es gibt viele, die auch diese Angst haben und dementsprechend im Widerstand sind und das deutet auch auf eine Essstörungsthematik hin und wenn du dich dem stellst und dementsprechend dir irgendwie was einredest, ist es auch nicht von Vorteil, weil du solltest schon wissen, was Sache ist. Ich habe mich schon mit 230 Kilo angefreundet und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte immer weiter gegessen, weil ich dachte, ich wiege eh schon 230 Kilo oder über 200 Kilo, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Und ich war zu diesem Zeitpunkt nur 175 Kilo schwer, nur, muss man sich mal vorstellen. Und wenn ich dann immer weiter gegessen hätte, in dem Wissen oder mit dem Gedanken, ich wiege ja 200 Kilo oder 230,
Hätte ich dann wirklich dann irgendwann die 200 Kilo erreicht, hätte ich das noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder so weitergemacht, obwohl ich es gar nicht war und hätte mir damit immer nur mehr geschadet. Und diesbezüglich, dieses Denken an den Tag zu legen, ist einfach nicht richtig. Angst davor zu haben, sich zu wiegen, ist nicht richtig. Es ist, wie es ist. Man sollte nicht sein Leben von der Waage bestimmen lassen und sich nur noch wiegen und alles davon abhängig machen und daran kaputt gehen und verrückt werden, aber man sollte wissen, was man wiegt, man seinen Frieden schließen, das akzeptieren, annehmen, an sich arbeiten und nicht davor weglaufen, weil auch dieser Stress und auch diese Gefühle dann eventuell mit dem Essen kompensiert werden, diese ganze Anspannung, die dann noch zusätzlich dazu kommt zu all der anderen Thematik oder zu all den anderen psychischen Lastern. Das wird dann immer noch mehr zum Teufelskreis. Alles faktoriert da mit rein, man muss alles ernst nehmen, alles irgendwo irgendwie ist da schon wichtig und entscheidend, um dagegen vorzugehen, um irgendwo irgendwie was ändern zu können. Und wenn du nicht ehrlich zu dir bist, dann bist du im Widerstand, dann bist du einfach noch ja total in den Fängen dieser Essstörung und du schadest dir halt einfach nur selbst. Und genauso ist es nicht von Vorteil zu denken, jetzt wiege ich 190, 200, 180. Ich werde jetzt vielleicht nicht abnehmen gerade, aber dementsprechend werde ich es irgendwann mal tun. Und deswegen interessiert es mich jetzt nicht, jetzt lasse ich die Zügel los und esse jeden Tag 10.000 Kalorien oder mehr, weil ich ja doch irgendwann mal wieder abnehme und es schaffe, so wie ich es schon mal geschafft habe, wie der oder der es schon mal geschafft hat. Wird schon klappen oder notfalls lasse ich mir den Magen operieren. Ach, egal, jetzt ist es nicht mein Bier und ich fresse und fresse. Und das ist ein Riesenfehler. Da muss man auch wirklich, so gut es geht, auch wenn man es nicht schafft, abzunehmen aus Gründen, Schadensbegrenzung betreiben, auf jede Kalorie achten und dann möglichst vermeiden, immer mehr zuzunehmen. Und das ist auch wichtig, weil es fällt dann auf einen zurück und es schadet einem nur und jedes Kilo zählt dahingehend, auch für das Selbstverständnis. Ne? Und ich bin auch wichtig, ich finde es auch wichtig, das zu begreifen und ich bin auch froh, das alles begriffen zu haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, die ich hier immer nur wieder ansprechen kann. Sachen, die ich schon mal geäußert habe, aber es kommen ja immer wieder neue Leute auf meinen Kanal oder es gibt Leute, die das nicht gesehen haben oder davon nicht Bescheid wissen. Und ja. Es ist halt auch wichtig, genau die richtigen Leute anzutreffen. Genauso triffst du dann auf Leute, die das hier nicht verstehen. Und die gibt es ja hier zur Genüge, die ihre eigenen Unzulänglichkeiten dahingehend versuchen, damit wegzumachen, zu kompensieren, was natürlich nicht gelingt, indem man dann andere angreift oder irgendwie auch getriggert sind von dem, was ich hier mache und dann angreifen und zurückschießen und denen ich aufgrund meines Gewichtes und meiner Lebenssituation dann suspekt bin und dann greift man an und dann versucht man, jemanden irgendwie zu vernichten. Das gibt es auch zu Genüge. Ich sehe ja auch zum Beispiel Leute, wenn ich live gehe, die dann sich auf Oberflächlichkeiten aufhalten. Ja, du siehst kaputt aus, wie siehst du denn aus? Dies und das bezüglich meines Auftretens, also weil jetzt meine Haare hier nicht auf Null sind, weil ich jetzt nicht den gepflegtesten Bart gerade zur Zeit habe. Und dann sind sich die Menschen gar nicht bewusst, wie sie auf mich wirken. Und sie sind sich auch gar nicht bewusst, dass ich da sehr selbstreflektiert bin und mir dessen bewusst bin und weiß, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich mich so gebe, wie ich gebe. Und ja, ich finde es halt einfach unangebracht, wenn man reinkommt und dann irgendwie einen auf das Aussehen reduziert und das die ersten Worte sind, die man sagt. Und man einfach nur merkt, dass es auch in manchen Fällen gar nicht eine gute Intention ist. Manche meinen es vielleicht auch gut und denken da gar nicht so tiefgreifend drüber nach. Aber in vielen Fällen merkst du auch, wie sie sich damit irgendwie triggern wollen oder ja, fertig machen wollen, was bei mir ja nicht der Fall ist. Ich weiß ja, warum das passiert. Das hat mit der Übergewichtsthematik zu tun, dass dahingehend die Dinge mir dann auch egal zu sein scheinen, dass alte Verhaltensweisen aufkommen und ich mir so denke, wenn ich gerade mit mir nicht so im Reinen bin, dann interessiert mich das auch gerade nicht, wenn die Haare ein bisschen länger sind, wenn der Bart so und so ist. Wobei ich das mit dem Bart gar nicht mal so schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dem Fall das auch wachsen lasse, was da ist und so wachsen lasse, wie es wächst, ne? Und da auch schon darauf achte, dass es halbwegs gepflegt ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber das sind so Dinge, die unbewusst dann greifen, die damals bei mir richtig schlimm waren, wo ich mich gar nicht mehr geduscht habe, richtig stinkend das Haus verlassen habe, dreckigen Klamotten rausgegangen bin, meine Klamotten gar nicht gewaschen habe. Das passiert alles jetzt gar nicht mehr. Ist vielleicht nur noch zurückzuführen auf die Haare, die ich besser pflegen könnte, schneiden könnte. Dies oder das, aber es ist wirklich okay so, ne?
Ich bin mir der Mechanismen bewusst und stehe da total selbstbewusst drüber und lass mich aufgrund dessen nicht irgendwie runtermachen. Weil wenn ich dann so Sachen höre wie, ja, deine Ausstrahlung und ah, du siehst so fertig aus, da denke ich mir nur, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ausstrahlung, Selbstbewusstsein ist in dem Fall bei mir intakt, ist on point. Halt das, was die Norm als in dem Fall ungepflegt ansieht, wenn man die Haare lang wachsen lässt oder nicht pflegt. Das ist vielleicht bei mir etwas, wo ich Nachholbedarf habe, wenn ich dahingehend mich dann darauf fokussiere. Ne? Also, und es als wichtig ansehe, da halt in einer Regelmäßigkeit drauf zu achten, weil es ist natürlich Selbstbewusstsein hin oder her wichtig, Anklang zu finden, dazuzugehören und angenommen zu werden, weil sonst herrschst du als Sonderling, sonst giltst du als Sonderling, sonst wirst du nicht nur wegen deines Gewichtes ausgeschlossen, was ja schon in vielen Fällen reicht, egal wie gepflegt du bist und egal wie du auftrittst, natürlich kannst du ein bisschen was damit wettmachen, aber das allein ist ja schon entscheidend genug, dass viele einfach dich als Dreck bezeichnen und ansehen und dich nicht ernst nehmen, bewusst oder unbewusst. Aber dann sind solche Sachen natürlich in dem Fall halt auch, vielleicht nicht unbedingt so vonnöten, dass man da auch wenn man sich so mit einer Scheißegal-Einstellung, wie ich sie an den Tag lege, dann präsentiert, weil ich mir dessen bewusst bin, wie Menschen denken und ich selbstbewusst bin, ist es vielleicht trotzdem nicht von Vorteil, das mit Selbstbewusstsein in dem Fall zu relativieren und zu sagen, ja, juckt mich doch nicht, was sie denken, ich weiß, warum ich so bin und ich bin selbstbewusst, ja, man muss sich irgendwie hier natürlich auch den Regeln anpassen, wenn man natürlich auch aufsteigen möchte, wenn man dazugehören möchte, wenn man integriert sein möchte. So ist das Spiel, so sind die Regeln, so sind die Konditionierungen von uns Menschen. Damit macht man sich natürlich das Ganze auch bei weitem nochmal schwieriger, als es ohnehin schon ist mit dem starken Übergewicht. Ich sehe ja nicht umsonst genügend Leute, die aufgrund sehr wahrscheinlich ihrer psychischen Verfassung sich gehen lassen, gar nicht ihr Potenzial ausschöpfen, wo ich dann auch einige sehe, die sind groß genug, die sind stabil genug, die sind stark genug, die sind auch hübsch genug, die Haare wachsen lassen, die den Bart nicht pflegen, die sich dementsprechend auch nicht zeitgemäß anziehen und dann weiß man einfach, es ist die Psyche, dass man dahingehend das nicht mehr gebacken bekommt oder einfach das auch ausstrahlen möchte, was man fühlt und dahingehend auch irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte, unbewusst und damit gerade auch zeigt, wie egal es da auch einem zu sein scheint, wenn die Seele leidet, dass man diese Dinge dann auch vernachlässigt oder dass Leute einfach so gebrochen sind, sich ihres Potenzials nicht bewusst sind, sich als hässlich ansehen, als minderwertig und dann zeigen sie damit auch, ja, okay, macht auch jetzt nichts mehr aus, wenn ich die Haare so habe, wenn ich den Bart so habe, wenn ich dies oder das anziehe, ich werde eh nicht wahrgenommen oder ich fühle mich eh schlecht, ich fühle mich eh minderwertig und als nicht angenommen. Leute, Tiefenpsychologie, wisst ihr, da kann mir keiner was vormachen. Ich bin mir aller Dinge bewusst, wie kann ich denn so fachsimpeln über andere und reflektieren oder die Dinge auf den Punkt bringen und sie bei mir selber nicht merken. Natürlich bin ich mir dessen noch bewusst, welche Verhaltensweisen da aufkommen, aber in welcher Art sich das bei mir aber auch gebessert hat. Ne? Und das werde ich auch alles ablegen. Das so oder so. Ne? Das sind Dinge, Mechanismen, Automatismen, die auch unbewusst dann greifen und die dann eine Zeit brauchen. Ne? Ich bin ja darauf auch konditioniert, wenn ich das viele, viele Jahre mache. Schleichen sich die Dinge ein, wenn man nicht aufmerksam genug ist. Ja, genau, aber grundsätzlich auch, was die mentalen Aspekte angeht, das, was man als psychische Krankheiten labelt und Essstörungen, ich finde, es sollte in Schulen auf Schulen gelehrt werden, es sollte ein absolutes Pflichtfach sein. Psychologie, mentale Gesundheit, Ernährungswissenschaften, dass man das in Schulen als Pflichtfächer wirklich mit einbezieht und auch Prävention in Sachen Mobbing da auch viel mehr zu machen, das auch als Pflichtfach mit
einzuführen, all diese Dinge zu behandeln. Aber es geht immer nur darum, in diesem System hier zu funktionieren, dies zu machen, dass man in diesem System dann auf das Arbeitsleben vorbereitet ist und alle anderen Dinge, die wirklich wichtig zu sein scheinen, um zu funktionieren, stehen hinten an. Wenn deine Psyche funktioniert, wenn du psychisch intakt bist, wenn du dir dessen bewusst bist, gewisser Dynamiken menschlich gesehen bewusst bist, dann kannst du auch so richtig funktionieren, dein Potenzial entfalten, auch in der Schule auch richtig Gas geben und mitmachen. Aber all das geschieht und passiert nicht und wird gar nicht oder eher oberflächlich behandelt. Und das ist sehr, sehr schade, zumal sehr viele junge Menschen unter Mobbing leiden und sich gegenseitig fertig machen und ihren Instinkten in dahingehend freien Lauf lassen und walten lassen und einfach bösartig sein können. Und während junge Leute natürlich sich auch dazugehörig fühlen wollen in Form von guten Aussehen und Markenklamotten und akzeptiert sein wollen, das ist ja ein menschliches Bedürfnis und man sich dahingehend noch finden muss und sich noch nicht findet und Dinge noch nicht so hinterfragt hat, so komplex und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat. Und all diese Dinge sind dann wichtiger denn je, auf sowas vorbereitet zu werden. In der Schule, psychische Gesundheit, Essstörungen. Viele fangen ja dann auch an, in Essstörungen zu schlittern, vor allen Dingen Mädels, sich runterzuhungern oder bulimisch zu werden oder ja, halt anorektisch zu werden oder halt auch Binge-Eating zu entwickeln, weil sie dazugehören wollen, weil sie ein gestörtes Verhältnis zum Essen bekommen, sich Essen verbieten, dahingehend vor allen Dingen auch bei Mädels das Aussehen sehr, sehr wichtig ist. Und dann gerät man in dieser Teufelsspirale und leidet unter einer Essstörung. Auch aufgrund dessen kann das ja alles entstehen, um sich dazugehörig fühlen zu wollen, um anzukommen. Und dieser Gruppenzwang, schön genug zu sein, und dann passieren diese Dinge unbewusst, ohne dass du dir dessen bewusst bist, ist ja menschliches Verhalten und wenn da keiner darüber aufgeklärt wird und tiefgreifend, dann ist es einfach eine Katastrophe. Aber genauso können Männer natürlich dann oder Jungs, die im Fitnesswahn verfallen oder bulimisch werden, Bulimiker werden und essen ausspucken wieder. Gibt es auch einige Männer, die dann erst recht natürlich nicht darüber reden, um nicht weiter zuzunehmen. Ja, aber auch das Übergewicht natürlich kam jetzt gerade zu kurz, muss auch behandelt werden aufgrund natürlich mentaler Probleme, sich dick zu fressen, seinen Schutzpanzer anzufressen und ja, nicht weitreichend aufgeklärt zu werden. All diese Dinge, die sind einfach leider nicht existent in der heutigen Zeit. Die bekommen den wenigsten Stellenwert. Die werden einfach oberflächlich ist gar nicht behandelt. Nicht so, wie sie es eigentlich verdienen würden, diese Themen. Das sind die wirklich wichtigen Themen im Leben, aber darüber werden wir nicht in Kenntnis gesetzt. Als solle es so sein, dass unsere psychische Gesundheit immer mehr den Bach runtergeht und ja, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich sag ja, ich wechsle hier von einem Thema zum nächsten und hau hier einfach mal raus. Ne? Alles, was mir gerade so einfällt. Viele behaupten ja auch, dass dicke Menschen dumm sind. Ich habe da auch eine Insta-Story gemacht, dass ich nicht der Meinung bin, dass ja gewisse Umstände in der Kindheit dazu führen können, dass das als Bewältigungsstrategie ausgemacht wird, dass viele essen, man sich dessen nicht bewusst ist, dass man das nicht als dumm deklarieren kann. Aber dick sein macht dumm, habe ich gesagt. Also du bist nicht dumm oder so oder so oder so, aber es macht dich dumm, wenn du unter deinen Möglichkeiten bleibst, dich nicht traust, deine Meinung zu sagen, für dich einzustehen aufgrund deines Gewichtes, weil du Angst hast, dass Leute dich irgendwie fertig machen können. Wenn du vielleicht dann zu anti drauf bist, zu sehr polarisierst, zu sehr in diesem wie soll ich sagen, Anti-Modus verfällst und alles und jeden dumm anmachst und provozierst, provokant bist, nicht im Reinen mit dir bist, schadet dir das, schadet es deinem Ansehen. So wie du beäugt wirst durch ein starkes Übergewicht, nicht die gleichen Chancen hast im Job, in der Partnerwahl, wie jemand, der schlank ist, wie du nicht für voll genommen wirst. All das ist dumm. Dummes Verhalten ist walten zu lassen, dem Essen die Oberhand zu geben, sich dick zu fressen, weiter zu fressen, weiter dick zu werden. Ja, in diesen Fängen zu bleiben, ist dumm. Und dahingehend sich schlecht zu fühlen, eingeschränkt zu sein in seiner Bewegungsfreiheit,
ja, seiner Gesundheit nichts Gutes zu tun, ist dumm. Man wird dumm dadurch. Wirklich. Es lässt einen dumm werden in dem Maße, sich mit dem Essen voll zu fressen und wegzuschießen und dahingehend vielleicht auch andere Dinge zu vernachlässigen, ist dumm. Keiner hat die Schuld, wenn das unbewusst passiert und man sich dessen nicht bewusst ist. Aber man hat die Schuld, wenn man nichts daran ändert und dann ist es einfach dummes Verhalten. Sowas habe ich praktisch auf Insta auch erwähnt. Stehe ich auch zu, dass Dicksein dumm macht. Es ist einfach dumm. Ja, Leute. Da wollte ich doch noch das ein oder andere, glaube ich, loswerden. Aber was war es denn? Was war es denn? Ich würde gerne wissen, wer sich das hier alles anschaut und welche Menschen sich das hier alles anschauen. Ja, ich habe da schon den Verdacht, dass da schon bestimmt einige Menschen das schauen, von denen man das nicht denken würde. Dessen bin ich mir bewusst und das sind immer die stillen Zuschauer. Man unterschätzt das bei den 100, 200 Aufrufen oder teilweise 80, 90 Aufrufe, wie viele Leute das doch eigentlich sind und dass es immer andere Leute sind und dass es auch nicht selbstverständlich ist. Danke für jeden, der hier was für sich mitnehmen kann, der mich dann im Idealfall feiert und der sich das hier gibt. Ich weiß das sehr zu schätzen und an die Wahren vor allen Dingen. Ich küsse doch eure Herzen. Schön, sehr, sehr schön, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen können. Ihr einfach auch, indem ihr mir das Gefühl gebt, hier euch helfen zu können. Und das geschieht ja auch. In Sachen Live gehen auf TikTok passiert es immer noch, dass da Leute reinkommen und sagen, hey, durch deine Videos habe ich abgenommen oder durch deinen Livestream, durch deine Worte. Und mich freut es immer noch am meisten, wenn Leute durch meine Worte sich hinterfragen, das tiefenpsychologisch hier annehmen können und sich ihrer Thematik bewusst werden, an sich arbeiten und sich der Thematik bewusst sind und dadurch halt partizipieren, selbstbewusster werden, zu sich stehen können. Das ist für mich wichtiger als Leute, die durch mich abnehmen. Aber ich freue mich natürlich auch über die Leute sehr, die durch mich abnehmen konnten. Und da gibt es ja schon viele, viele einige, vor allen Dingen durch meine Vorher-Nacher-Folge auf TikTok, die ich da in Form von Videos geteilt habe, ne? Als ich dann zwischenzeitlich die 64 Kilo abgenommen habe. Und bezüglich meines Gewichtes, ja, ich wog 156, ne, wann war das? Am Montag, ja, heute ist ja Freitag. Und was ich da zu dieser Thematik noch sagen kann, ich glaube an mich. Ich habe keinerlei Zweifel, ne, dass das auch so ist. Und da muss mir keiner irgendwie sagen, du drehst dich im Kreis, du belügst dich selbst und hast den nicht gesehen, du bist zu bequem. Und ja, jetzt hast du ja wieder angefangen zuzunehmen. Jetzt äußert sich das in diesem Fall wieder und jetzt kommt das wieder auf. Und ja, du versteckst dich ja nur dahinter. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, ne? Dass gerade bei dieser schwerwiegenden Thematik es wichtig ist. Es ja nicht nur um das Abnehmen an sich geht. Und dass mit dem Abnehmen mir so oder so gelingen wird, bin ich mir absolut sicher. Dass es nicht nur darum geht, sondern um viele andere Mechanismen, die da greifen, die damit verstrickt sind, der Psyche. Und da braucht man diese behutsame Art und Weise, sich der Dinge bewusst zu werden, dem Körper Zeit zu geben und vor allen Dingen den Widerstand loszulassen und sich als das Problem oder den Fehler anzusehen. Und gerade weil viele das nicht können und denken, ich scheitere immer wieder, ich bin einfach ein Versager und eine Versagerin, werden sie auch niemals davon loslassen können. Dazu habe ich ja auch schon in einem Video was gesagt und ich bin dahingehend total überzeugt und erhaben und kann mir mittlerweile nur noch den Arsch ablachen, wenn man immer wieder dasselbe von oberflächlichen Menschen und nicht reflektierten Menschen auf diese Thematik bezogen hört, die nicht tiefgründig in dieser Thematik hier drin sind und sich auskennen, dann kann man mittlerweile nur den Kopf schütteln und sich den Arsch ablachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hört von dem Mainstream immer wieder dasselbe. Und ich, der sich dann dessen dieser Thematik tiefgreifend bewusst ist und der Komplexität und da auch wirklich in diese Materie tief reingeht und alles durchleuchtet und alles hinterfragt. Und auch das menschliche Verhalten kann sich dann einfach nur den Arsch ablachen. Aber man kann diesen Menschen keinen Vorwurf machen, weil sie sind da nicht involviert in dieser Sache, sie sind da nicht so tiefgreifend sich dessen bewusst. Und dann entscheidest du halt auch dahingehend sehr oberflächlich. Wir Menschen neigen ja dazu, um unser Überleben zu sichern, oberflächlich entscheiden zu müssen, schnell entscheiden zu müssen, aus dem Bauch heraus entscheiden zu müssen. Und mittlerweile fakturieren halt viele andere Dinge mit rein, besonders was mentale Gesundheit angeht und Übergewicht wegen den heutigen Lebensumständen, die nicht sich mit dem damaligen Verhalten decken und wo das wirklich
konträr mit dem damaligen Verhalten und auch, wir haben das alte Programm ja noch in uns oder halt auch so dahingehend eine kognitive Dissonanz entstehen lassend, ja, alles sich äußert wenn du nicht tiefgründig dich mit der Thematik auskennst und eine gewisse emotionale Intelligenz dahingehend hast und dich damit befasst, hörst du halt all das, was ich hier sage, weil du dir dessen nicht bewusst bist, nicht so annehmen können und als Ausrede abstempeln und einfach oberflächlich behandeln das Thema und oberflächlich dahingehend das auf die und die und die und die Dinge reduzieren, wobei das einfach nur zu oberflächlich ist und da noch viel mehr Dinge mit reinfaktorieren. Als nur diese Dinge, die man dann pragmatisch anwendet und benennt, mit Ernährung und Sport und hast du nicht gesehen. Und deswegen fühle ich mich da schon erhaben, wenn der Mainstream dann gewisse Dinge anspricht und sagt, ja, mach doch dies oder das. Und da könnte man natürlich jetzt denken, ja, guck mal, das sagt doch fast jeder. Jeder sagt doch, krieg einfach nur den Arsch hoch. Jeder sagt doch, du bist faul. Jeder sagt doch, du suchst Ausreden. Jeder sagt doch, du bist zu bequem. Jeder sagt doch, du versteckst dich dahinter. Bist du nicht das Problem? Du musst dir doch jetzt mal Sorgen machen, wenn viele das sagen, dass da irgendwas jetzt mit dir nicht stimmt, dann müssen die doch Recht haben und du Unrecht. Und das ist so ein schmaler Grat. Es gibt Thematiken, es gibt Dinge, wo wirklich sowas eintreffen und eintreten kann und wo man sich dann wirklich hinterfragen sollte, ob man dann selber nicht irgendwie das Problem ist in diesem Fall. Aber was das jetzt hier angeht, bin ich absolut davon überzeugt und absolut sicher, dass die Mehrheit nicht die Wahrheit ist, aus den davor genannten Gründen. Deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie verrückt geworden oder schütze mich da selbst oder mache mir was vor. Ich verstehe ja auch die Ansätze der Leute und verstehe auch, aus welchen Gründen sie das sagen, habe ich ja auch vorhin gesagt. Aber ich möchte dann dem noch dazu fügen, dass noch alles viel mehr ist als das, was die Leute im ersten Augenblick und im ersten Moment und oberflächlich zu sehen scheinen. Ne? So, das ist es halt. Es werden alle dicke oder übergewichtige Menschen in einen Topf geworfen. Ja. Und für viele zählt natürlich nur das Momentum, ich sag's ja. Letzten Endes wäre ich einer, der das hier alles nicht teilt und dann irgendwann damit ankommt, ich habe mich halbiert, ich habe meine Angststörungen hinter mich gelassen, meine Zwangsstörungen und dies und das, ich habe das erreicht, dies erreicht. Hättet ihr gar nicht mitbekommen, wie oft Auf und Abs aufgekommen wären, wie oft gewisse Dinge mich eingeholt hätten. Aber ich zeige dieses Momentum, ich zeige es und aufgrund dessen. Gibt es Menschen, weil ich das hier seit 5 Jahren so authentisch und ehrlich zeige, die dann so, oh, schafft er nicht, ach ja, wird ja wieder so auftreten, ach, wird so nichts, ach, der versteckt sich dahinter, ach, dies oder das, ach, ich bitte euch, Leute. Genauso muss das und darf das hier aussehen und ich zeige es währenddessen. Und gerade bei einem richtigen Heilungsverlauf, Heilungsprozess, wo das alles linear verläuft und nicht, nein, nein, alles wellenförmig verläuft, ne, und nicht linear, ist es unabdingbar, ne? Also diese Dinge gehören dazu, aber gerade dann dran zu bleiben und nicht den Kopf zu verlieren und an sich zu glauben und besessen davon zu sein und zu wissen, dass das sein darf und sich der Gründe bewusst zu sein und nicht aufzustecken. Gerade dann trennt sich die Spreu vom Weizen und gerade dann wird man es schaffen. Ach Leute, ach ja. Ich gebe hier einfach zu viel von mir preis, weil ich an diese Sache glaube. Muss man halt einfach sagen, dass das Stärke ist. Und da kann ich auch nochmal sagen, bezüglich, ja, über Gefühle reden, die psychische Verfassung zeigen, dass ich schwach und dies oder das. Nein. Schwach ist es, sich dessen nicht bewusst zu sein, das auf falsche Dinge zu reduzieren, sich abzulenken und immer weiter von seinen Gefühlen unbewusst übermannt zu werden und sich dann irgendwie was anzutun, aufgrund dessen daran zugrunde zu gehen, weil man sich dessen nicht bewusst wird und das in sich hineinzufressen und einfach handlungsunfähig immer mehr zu werden, sukzessive. Das ist schwach. Und dann aber zu meinen, weil man nicht darüber redet, wäre man besonders stark, was nicht der Fall ist, sondern einfach schwach, sich dem nicht zu stellen und das aufzuarbeiten und sich dessen bewusst zu werden und wegzulaufen. Stark ist es, andere daran teilhaben zu lassen, zu wissen, jeder bildet sich sein Urteil, man macht sich angreifbar, an sich zu glauben, darauf zu scheißen, was andere denken, mit einer Überzeugung das Thema anzugehen und zu wissen, man wird heilen und andere daran partizipieren zu lassen und Gedankengänge zu teilen, tiefenpsychologische Ansätze hier zu teilen, die Tiefenpsychologie dessen.
und ja, überzeugt sein, niemandem was vormachen, drüber reden, das ist stark. Und es wird zur Heilung führen. Also, Leute, ich mache mich gerne hier angreifbar und jeder kann gerne sich sein Urteil hier bilden. Ja, hier dies und das angesprochen, das und dies und das und das und das. Und ich könnte noch wahrscheinlich viel, viel mehr ansprechen. Genau, die Ausrichtung sollte aber klar sein, dass ich an mich glaube, dass ich heilen werde und dass ich keine Zweifel habe, dass es nicht das herkömmliche Abnehmprofil hier ist. Ganz im Gegenteil, dass ich über die Tiefenpsychologie rede, meine Meinung hier habe, mich stark für Dinge mache, meine Meinung auch äußere und keine Angst habe vor irgendwen irgendwo, dass ich keine Angst habe vor Verurteilung, dass ich viele Fortschritte gemacht habe in Sachen Mindset, in Sachen Selbstbewusstsein, ne, zu mir stehe, mir der Sachen bewusst bin. Solcher Dinge, ne, solcher Dinge bin ich mir bewusst, solcher Dinge, erfreue ich mich und diese Dinge habe ich hier auch mit euch unter anderem geteilt. Trust the process, ne?